Dann gleich weiter trainieren. Mit Cinderella. Hatten wir eigentlich Schneewittchen auch? Das letzte Mal als, als Denink oder... Hatten wir da, die böse Königin. Was wir gerade gesehen haben, dass wir Schneewittchen theoretisch haben. Cinderella hatten wir, das weiß ich. So. Das bringt sehr viel, wenn keine Gegner mehr da sind. Aber bei Schneewittchen bin ich mir nicht sicher. Oder hatten wir hier nicht Malefiz? Nee, doch, hier schon, klar. Ich bringe gerade wieder ein bisschen die Märchen durcheinander. Das sind ja ganz verschiedene Märchen, von denen ich hier gerade rede. So, komm her. Ah, Gott. Ich dachte, das wäre es gewesen. Komm, sind wir ready? Vielen Schritt. So, einmal heilen bitte. Okay. Da fliegen noch zwei rum. Und schon sind sie erledigt. So, hier sind, glaube ich, überall ein paar Kisten versteckt. Da drüben im Eck ist eine, ja. Ein bisschen umschauen hier. Die Kisten möchte ich möglichst alle immer bekommen. Ein paar kann man zumindest beim ersten Mal nicht kriegen. Weil die halt irgendwo versteckt sind. Nein! Das waren Spezialgegner und außerdem waren da noch Kisten drin. Das war schade. Hätte ich ja noch mehr Menschen rausbekommen. Ich glaube, da neben der Treppe könnte noch eins sein. Das schaue ich mal kurz nach. Gar nichts einbilden, Freundchen, nur weil du mich einmal geschlagen hast. So, nee. Geht's hier durch? Nee. Okay, wir haben auch keine Karte noch. Fällt mir gerade auf. Wundert mich eigentlich, weil es ist eigentlich immer eins der ersten Dinge, die man in dem Spiel kriegt in der Welt. Haben wir genug? Nee, wir haben hier nicht genug. Okay. Dann kämpfen wir halt. Die klassische Art und Weise. Wenn wir mit dem Abschlussangriff auftreffen, auch treffen würden, wäre es natürlich toll. So, ich muss auf jeden Fall die Fähigkeiten hier aufleveln, damit ich wieder vernünftige Techniken reinpacken kann. Mit denen hier kommt man nicht weit. Sind ein bisschen lahmarschig. Aus dem Ganzen. Ah, passt dir perfekt, dass wir uns hier verwandeln, beziehungsweise den Deadling aufbauen. Ah, perfekt. So, meins. Autoerholung. Das ist gut. Das klingt immer positiv. Können wir da automatisch Leben dazu? In der Zeit. Könnt ihr mir vorstellen? Wunschuss! Achso, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir einen. Paar erweiterte Fähigkeiten noch. Weil wir eins bekommen haben jetzt. Ups. Haben die Kutsche verpasst. Achso, die fliegen da so rum, wenn ich die treffe. Ist ja lustig. Ist ja lustig. War's das? Ja, okay. Auf in den Wald. Hinter die sieben Berge. Wo nicht die sieben Zwerge wohnen. So, jetzt haben wir aber die Karte, oder? Ja. So, ich lasse das jetzt auch nochmal aus, den Speicherpunkt. Man muss ja nicht überall speichern. Ich kenne das nur zu gut, dass dann... Wenn ich einmal nicht speichere, dass dann... Irgendwas passiert und alles im Arsch ist. Komm. Und was wollt ihr in der Größe jetzt noch machen? Gar nichts? Finde ich gut. Vergiften hier.
Ja, ich brauche eindeutig ein paar mehr Fähigkeiten. So, wenn ich jetzt fertig bin, sollte ich eh eigentlich wieder irgendwas kombinieren können, zumindest. Oder? Mal kurz beruhigen. Haben wir irgendwas voll? Ja, Gift haben wir voll, okay. Können wir zumindest mal den hier reinnehmen? Genau, für die Fähigkeit. Eigentlich dumm, dass er das nicht schon längst gemacht hat. Ne, warte mal, genau. Wir haben hier was Neues, weil ich... Nicht? Habe ich hier was anderes? Ne, okay. Habe ich denn was bekommen? Ach, Schlaf habe ich bekommen, okay. Und irgendeinen Trank oder so. Okay. Und da... Riesenmandel, eine Zutat, die du einem Fortunas abgenommen hast. Sie kann zur Herstellung von etwas verwendet werden. Waldhörtchen. Lecker Waldhörtchen. Zumindest Aeroa, damit können wir zumindest ein bisschen was anfangen. Damit er einfach nicht trifft, wenn er so klein ist. Eigentlich dumm, den so zu verwandeln, wenn man den dann wirklich kaum noch trifft und kaum noch Schaden austeilen kann. So, Cinderella die zweite. Kriegen wir es zusammen? Wunschkreisel in die Mitte! Ich glaube, der macht ziemlich viel Schaden, der Wunschkreisel. Und wenn nicht, dann sieht es zumindest schön aus. Ah, verfehlt. Gut! Das ist aber schön in die Wand reingeschossen, mein lieber Ventus. Die Wand hat jetzt richtig Angst vor uns bekommen. Die traut sich nicht mal, uns im Weg zu stehen. War da hinten irgendwas? Nee, okay. So, da kommt doch bestimmt noch eine Ladung Gegner, genau. Ich würde gerne den zweiten Stern noch kriegen, dann hätte ich nämlich die auch fertig. Ja, danke schön. So, schauen wir uns nochmal den Abschlussangriff an. Ich weiß gar nicht mal, was das hier war. Vorausgesetzt, die Gegner leben lang genug. Um den auch testen zu können. Nee, natürlich nicht. Okay. Dann auf zu Malefiz. Holen wir uns das Herz. So, irgendwie müssen wir hier vorbei. Looks like we're stuck. This must be Maleficent's doing. I know. Wow. Shall we? Die einen drei komplett verzweifelt. Oh, wir kommen hier nicht weit. Und die anderen, ich weiß. Bibidi-bom und kaputt. Ist doch keine Arbeit für eine Fee. Hoho. Haben wir irgendwas voll? Kommt vor. Ja, wieder haben wir. Fertig. Können wir ja jetzt Feuer. Sehr schön. Zweite Vita haben wir auch gleich voll, dann haben wir schon Vita. Läuft doch gut. Eine Unterhaltung hier auf dem Weg. Muss ich ja den ganzen Weg nur hochrollen, ohne dass ein Gegner kommt. Wow. Eindrucksvoll. Eindrucksvoll sowas. Oh, wie süß! Keine Schweinebärmenschen! Gern mal einen neuen Abschlussangriff langsam kriegen. Und irgendwie langsam ein bisschen öde immer dieses. Dieses immer das gleiche Rumgefuchtel mit dem Schwert. Komm, Airo! Wupp. Ja, gut, reichen aus! Mit Ausweichen meine ich einfach nur weglaufen.
schaue mich da hinten gleich nochmal um. Jetzt bin ich gerade auf Jagd nach Hafen. Ich jage Hafen. Au! Ich hab's kapiert, danke. So, denen haben wir auch keinen voll. Und die füllen natürlich alle auch nicht mein D-Link auf. Das heißt, ich kann hier gerade auch keinen D-Link trainieren. Ja, klar! Was willst du denn, kleiner Mann? Wenn ich auf den einen Wichtzauber mache, dann ist der ja gar nicht mehr existent. Nur so ein Atom. Ach, jetzt kriege ich ihn wieder. Gratis. Na, danke schön. Hat ja auch gedauert. So, haben wir da hinten irgendwas übersehen? Da ist doch bestimmt irgendwie irgendwo hoch. Ist doch bestimmt irgendwo eine Truhe, ich weiß es doch. Ja, komm. Oh, ne, ne. Oh, ein neues Fokuskommando. Sehr cool. Vita Stufe 3. Ach ja, genau. Genau. So, dann können wir jetzt unser erstes Vitra schon machen. Das ist sehr gut, das ist sehr gut immer. Unsere LP-Kugeln steigern den maximalen LP. Das ist gut. Maximalen Let's Plays sind gestiegen. Vitra. Noch irgendwas Neues? Nee. Fertigkeit, Heilkunde. Genau, Regenerationswirkung von Heil-Items steigt. Das ist toll. Weil ich so viele Heil-Items einsetze. Ich setze ja regelmäßig Tränke und sowas ein. Und da bringt das natürlich sehr viel. So, hier komme ich nicht hoch, oder? Ich sehe jetzt zumindest keinen Weg. Ich glaube, da muss ich höher springen können, damit ich da hochkomme. Dementsprechend ist das jetzt im Moment noch nicht relevant. Sind wir jetzt schon da? War ja ein kurzer Weg. Die sind so winzig klein. Wieso sind die so klein? Well, they ain't guarding nothing. Tension! No sleeping on the job. Ja, wirklich. Hier wird nicht geschlafen, hier wird gearbeitet. Zum Schlafen habt ihr später noch Zeit. Siege Malefiz Schergen. So, krieg ich meinen D-Link wenigstens voll? Nee, natürlich nicht. Wenn dann gleich ein paar mehr da sind, dann probiere ich mein neues Multifokus-Kommando aus. Hä? Hä? Wieso kann ich das nicht auf die einsetzen? Jetzt geht's. Okay. Woo! Okay. Das gefällt mir. So, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Haben wir eigentlich Eis drin? Fähigkeit? Nee. Okay. Aber Feuer, damit können wir theoretisch in die Feuerform kommen. Genau. Nerv nicht. So. Oben auf den Treppen stehen ein paar so Bogenschützen, die runterschießen. Das sollte ich mich wahrscheinlich kümmern. Gut, das war ein bisschen verschwendet, aber okay.